ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für soziales und ökologisches Engagement. Dabei werden insbesondere Beiträge zur Transformation in Richtung nachhaltiger Zukunft prämiert. Dabei spielen insbesondere Best Practice für sozialen und ökologischen Fortschritt eine wichtige Rolle, auch im Hinblick auf die Agenda 2030, Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis kooperiert eng mit der Bundesregierung. Das spiegelt sich auch in der Maßnahme der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wider. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis versammelt Partner aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Zivilgemeinschaft, um gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzubringen. Das spiegelt sich auch in der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises wider. Warum hat Buxtehude denn den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen? Weil wir in Buxtehude gerade intensiv daran arbeiten, ein nachhaltiges Leitbild Buxtehude 2030 zu erarbeiten. Und da sind auch bald Sie gefragt. Weil wir in Buxtehude insbesondere für das Thema Klimaschutz sensibilisieren. Durch Kampagnen wie das Stadtradeln, zauberhaftes Buxtehude, aber auch die Ökomesse vor Ort verändern. Weil wir durch unsere Netzwerkarbeit und unsere Kooperation den wirtschaftlichen Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft unterstützen. Dabei insbesondere auch durch Anreize wie das Gewerbeforum Wirtschaft, Mensch, Umwelt. Weil wir für Bildung, durch Bildung für nachhaltige Entwicklung dafür Sorge tragen, dass Menschen in jeder Lebensphase die Möglichkeit haben, Teilhabe an Bildungsangeboten für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und Informationen dafür bereitstellen. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis geht vor allem an all diejenigen, die sich tagtäglich hier in Buxtehude dafür einsetzen, dass Buxtehude lebenswert ist und vor allem für die folgenden Generationen lebenswert bleibt.